So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Review bei mir am Kanal. Viele meiner Abonnenten haben geschrieben, hey Marco, kannst du die Sturmkind Drift Race Autos mal testen? Und natürlich kann ich diesen Wunsch nicht abschlagen, Freunde. Deswegen habe ich die Firma kontaktiert und die haben mir tatsächlich welche zugeschickt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal rüber zum Unboxing-Tisch und legen direkt mal los. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich die Dinger fahren, ob sie tatsächlich genauso sind wie echte Driftcars. Deswegen los geht's und viel Spaß mit dem Review. So Leute, da sitzen wir und hier ist die wunderschöne Box. Ich bin schon gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich habe noch nie damit rumgespielt, ich habe noch nie irgendwas damit gemacht. Deswegen würde ich sagen, holen wir so ein Messer raus und legen direkt mal los, oder? So, ich bin mal gespannt, wie viele Autos überhaupt da drin sind. So. Aufhören. Und ihr dürft jetzt als erstes sehen natürlich, selbstverständlich, 8, 3, 2, 1, hui. Aha. Okay. So wie es aussieht, haben wir genau ein Paket. Ich sag, es sind hier zwei Autos drin, schon mal sehr gut. Das tue ich mal kurz auf Seite. So, machen wir mal die Verpackung auf. Okay. Das sind tatsächlich zwei Autos. So sieht die Verpackung aus. Sie sehen bei beiden Autos gleich aus. Ich denke, die Autos werden unterschiedlich sein, aber wie ihr seht, die Verpackung ist komplett gleich. Das war mal eine Kickstarter-Kampagne und die haben genug Geld gesammelt, um diese Autos zu produzieren. Das ist wirklich so eine Art Simulation für echte Drift-Autos. Das heißt, ihr könnt wirklich in kleinen das Ganze üben, um auf das Große zu übertragen quasi. Klar, es wird nicht dasselbe sein, aber so ungefähr ist es dann auch beim großen Auto. Wie gesagt, das ist eine Simulation und gerade für Drift-Racer ist es bestimmt sicherlich hilfreich, um das ganze Auto zu verstehen. So, auf der Vorderseite haben wir einmal Drift. Das Ganze sieht auch so ein bisschen Carbon-mäßig aus. Soll ein bisschen Carbon nachbilden. Ist natürlich kein Carbon, das ist ganz normale Pappe. Aber es sieht schon ziemlich nice aus, die Verpackung. Hier vorne haben wir einen schönen, was soll das sein, Audi. Sieht aus wie ein Audi. Sieht ziemlich cool aus. Das ist das Sturmkind. Und auf der Rückseite haben wir viel zu lesen. Das erste Smartphone-gesteuerte Modellauto, das sich mit der Fahrdynamik eines echten Autos bewegt. Und sowas ist natürlich sehr selten, dass es genau dieselbe Fahrdynamik hat wie ein echtes Auto. Ist sehr schwer hinzukriegen. Ich bin mal gespannt, wie die das Ganze umgesetzt haben. Hier steht, man kann 30 Minuten damit fahren, wenn man das Ganze 30 Minuten lädt. Das ist okay, auf jeden Fall fair, das heißt, man lädt 30 Minuten, man fährt 30 Minuten. Das haben wir hier einmal stehen, wir haben hier einmal komplexe Fahrsimulation berechnet, vorbildgetreutes Fahrverhalten, realistische Beschleunigen, Bremsen und Driften, originale Motorsounds, Bremsen und Schaltgeräusche, das finde ich natürlich mega nice, ich wusste nicht, dass die auch Geräusche machen. Das Ganze wird natürlich mit dem Smartphone unterstützt und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze mit dem Smartphone zu steuern ist, weil viele der Sachen, die ich mit dem Smartphone steuere, funktionieren nicht so richtig. Ich bin mal gespannt, ob sie es hier besser hingekriegt haben. Also bei Drohnen mache ich das zum Beispiel absolut. Bei Autos ist natürlich was anderes. Die Reichweite ist jetzt nicht so eine größere. Die ist halt direkt, das Auto ist direkt vor dir, vielleicht sogar nur auf dem Tisch oder auf dem Boden. Und die Reichweite ist halt nicht so krass. Vielleicht ist es nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Drift und Race Mode. Okay, es gibt zwei verschiedene Modi, sehr gut. Schwierigkeitsgrad einstellbar. Okay. LED-Scheinwerfer für Fahrbremslicher Maßstab 1 zu 43. Fährt auf fast allen Ebenen, glatte Untergründe, keine Bahn erforderlich. Komplett updatefähig, neues Features via Bluetooth, eingebaute LiPo-Akku, 3,7 Volt, 150 mAh, Laden in ca. 30 Minuten per Micro-USB, Ladekabel enthalten. Okay, sehr gut. Was ich hier sehe, ist einmal Google Play und App Store. Es gibt für beide Versionen eine App, das ist schon mal sehr gut. Und hier vorne haben wir hier einmal Handmade in Germany bei Sturmkind, was ich extrem cool finde. Das heißt, ihr unterstützt damit hier Deutschland. Sehr cool. Ich reiß mal das Ding hier auf und öffnen wir das erste Auto auf. Wow, also die Verpackung verspricht schon mal sehr, sehr viel. Das sieht echt cool aus. Hier gibt es sogar ein, was ist das? Wer das montiert hat? Ah, was? Das ist ja cool. Montiert von, ich kann leider deinen Namen nicht lesen, aber tatsächlich so wie ein richtiges Auto wird das Ganze unterschrieben. Wir haben hier einmal den First Edition Silver V8, Hubraum 5,2 Liter, Leistung 550 PS, Drehmoment 6000 Newtonmeter, Gewicht 1,6 Tonnen, von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Okay, das sind die echten Angaben. First Edition, Wahnsinn, das ist die erste Edition, da muss ich echt nett behandeln. Ich werde, denke ich mal, die Verpackung nicht zerstören, weil ich denke mal, das ist doch bestimmt sicherlich was wert. So, dann haben wir hier, ja, wie nennt sich das? Kreisverkehre, würde ich mal sagen, die kann man hier so hinlegen. Dann könnt ihr das Auto hier so quasi ein bisschen üben, so drumherum zu driften, okay? Das machen wir aber gleich, weil hier ist das Auto. Auch hier sieht man das Ganze so ein bisschen Carbon-Look-mäßig. Gefällt mir extrem gut, diesen Carbon-Look. Hier noch einmal Drift, World's First Racing Simulation right on the desk. Das Auto ist sehr, sehr klein, aber nicht von der Größe täuschen lassen. Mal gucken, das kann man hier noch aufmachen. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass es tatsächlich handgemacht ist. Wir haben einmal hier ein USB-Kabel, eine Art
Imbusschlüssel und zwei Schräubchen, falls mal was verloren geht. Und dann haben wir hier tatsächlich noch Aufkleber. Dann haben wir hier noch eine Art Bedienungsanleitung, sehr, sehr gut. So, und sonst haben wir nichts mehr enthalten. Ich würde sagen, ich packe das mal wieder rein, das ist die First Edition, Freunde. Aber interessant wird das hier sein, das kleine Ding hier. Ich mache das Ganze mal auf. Und es ist nochmal verpackt. Ja, die machen das ganz schön spannend. Yeah, da haben wir es. Sehr, sehr schön. Für mich sieht das aus wie ein Audi. Ne? Das Auto ist in Dark Titanium und ist ein V8. Wir haben insgesamt hier ja 6 Räder. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber damit erreicht man natürlich diesen originalen Drift hin. Hier ist ein Schalter. Den kann man on-off klicken. Wow. Alles klar, das hatte ich gerade, glaube ich, tariert. Sehr schön. Und sonst haben wir nichts mehr in der Verpackung. Sehr, sehr schön. Das Auto liegt nicht richtig auf den Reifen, obwohl das liegt schon auf den Reifen, aber es liegt mehr in der Mitte auf als auf den Reifen selber, damit es halt diese Bewegung halt hinkriegt von der Seite, denke ich mal. Und diese Reifen selber sollen so ein bisschen nur so vortäuschen, als würden sie mit dem vorderen Reifen driften irgendwie. Ich habe nicht das Gefühl, ich weiß es sogar, dass man tatsächlich mit diesen zwei Reifen lenkt und nicht mit denen hier, weil ich sehe hier keinen wirklichen Motor da vorne, aber das wird sich erst gleich zeigen. Also ich denke, man lenkt mit diesen zwei anscheinend mit diesen hier und die hängen quasi nur so rum und geben das Feeling von Driften. Und dann würde ich sagen, packen wir noch schnell das andere aus. Das wurde natürlich von jemand anderes montiert. Ich kann leider in der Unterschrift nicht richtig lesen. Es wäre cool, wenn der Name noch richtig da stehen würde. Das ist ein Red Turbo, 3,4 Liter, 565 PS, 570 Newtonmeter, 1,6 Tonnen und 3,4 Sekunden auf 100 km/h. Nicht schlecht. So, und dann haben wir da das wunderschöne, die rote Zora. Oh yeah. Oh ja, beide Autos sehen ziemlich gleich aus. So, Freunde, ich habe jetzt gerade die App Drift runtergeladen und mein AZ-Rekorder ist jetzt hier an. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal das Ganze. So sieht das Ganze aus. Und da haben wir auch schon unser erstes Auto, Drift Red Turbo. Und da werde ich mal versuchen, damit eine Runde zu spielen. So, Verbindungsaufbau mit Red Turbo. Okay, alles klar. Das ist Red Turbo, ganz klar. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert, reibungslos. Also ich muss mich natürlich anmelden mit meinen Daten und E-Mail-Adresse, das ist okay. Ja, das ist eingeschaltet. Okay, das ist die erste Runde. Mal gucken, Start. Alright. So. Hä? Hä? Ach so! Okay, ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Okay! Also man lenkt, indem man dreht. Okay. Also die Steuerung ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Man weiß nicht genau, was man machen muss. Auf der linken Seite bremst man und auf der rechten Seite gibt man Gas. Gedriftet wird. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen zu klein. Yeah! Alter, was ist hier los? Rückwärts kann er auch fahren. Nochmal. Die Lichter kann man auch einschalten. Die Geräusche hören sich auch ziemlich geil an. Okay, warte mal, ist in der Kamera drin? Yeah! Also das kann jetzt wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe noch nicht geschafft, die Nachrichten zu wippen. Okay, ich glaube, wir brauchen mehr Platz. So, versuchen wir das Ganze mal auf dem Boden. Auf geht's. Und das! Wir haben einfach mehr Platz. Okay, nice. Yeah! Alright, jetzt geht's schon besser, Freunde. Richtig nice. Woo. Das war richtig Laune, Leute. Das ist richtig cool. Okay, ich glaube, ich muss mehr mit der Bremsung gehen. Thank you.
So, Leute, kommen wir endlich zu meinem Fazit. Ich muss wirklich zugeben, es gibt sehr wenige negative Punkte bei diesem Produkt. Die Aufmachung gefällt mir sehr gut, also die Verpackung an sich. Wie die Autos gebaut sind, gefällt mir sehr gut. Wie man die steuert, wie die Simulation ist, die ist wirklich, ja, genau wie so ein Auto. Also es fühlt sich so an wie ein richtiges Auto und es sieht auch so aus wie ein richtiges Auto. Beim Driften gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, es gibt echt kaum einen Punkt, den ich als negativ da bezeichnen würde. Die Steuerung mit dem Smartphone funktioniert auch sehr gut. Die Sounds sind sehr cool. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding macht extrem viel Spaß. Man kann eine halbe Stunde damit fahren. Vielleicht gibt es doch eine Sache, die mir nicht so ganz gefällt. Und das ist natürlich der Preis von ca. 200 Euro. Und haltet euch fest, das sind noch die zwei günstigsten Varianten, die ich hier habe. Das sind jeweils, wie gesagt, 200 Euro. Ich habe insgesamt 400 Euro gerade ausgepackt. Aber es gibt welche, die kosten sogar 250 Euro. Das ist eine Spezialedition. Die Leute, die sowieso auf Autos abfahren, ist das genau das richtige Spielzeug. Es gibt zwar viele RC-Autos, aber das mit dieser Simulation, die so wirklich ins Echte übergeht, finde ich extrem geil gemacht. Von meiner Seite aus ist das wirklich ein sehr cooles Produkt. Wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr teuer, aber für Autofreaks ist es genau das Richtige. Link dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hier auf dieser Seite kommt es zu weiteren lustigen Reviews bei mir am Kanal. Links und rechts findet ihr das Social Media, auf denen ich vertreten bin und direkt unter mir komme ich kostenlos, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!